PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hab's euch versprochen, ich bin wieder da mit allem, was dazugehört. Das heißt, die, die sich sowieso freuen, nee, die wenig haben, die dürfen sich jetzt noch mehr freuen und die, die mich nicht mögen, die dürfen sich jetzt noch mehr aufregen. Ich bin wieder da und ich habe hervorragende Neuigkeiten. Ihr werdet gleich ein paar Screenshots von mir sehen. Ich weiß gar nicht, weil ich spielen will. Ist irgendwie alles schon so lange her. Da brauche ich aber auch keinen Crash. Ich nehme trotzdem Crash, scheiß drauf. Ich habe hervorragende Neuigkeiten für euch und jeder, der genauso wie ich ein Black Ops Kind ist, wird sich darüber freuen. Aber das ist absolut scheiß Teamverteilung. Ich habe noch etwas anderes und das hat nichts mit COD zu tun. Also nicht im geringsten. Okay, die haben voll in die Fresse bekommen. Ich sehe dich. Danke. So, tötet sie alle. Ich habe von einem Bekannten, Kumpel, whoops, nennt es wie ihr wollt, etwas zugeschickt bekommen. Beziehungsweise hat er es heute auf den Weg gebracht. Und zwar ein nagelneues, selbst kreiertes Touchpad. Jetzt werdet ihr euch alle bestimmt wundern, was soll ich mit dem Touchpad? Ich spiele PlayStation, aber, das muss ich dazu sagen, ich arbeite ja relativ viel am PC. Ich schneide am PC, ich zocke auch zwischendurch ein bisschen am PC. Und dabei ist so ein Touchpad alles andere als überflüssig. Okay, also irgendwie ist diese Waffe schwer zu kontrollieren, um mal ganz ehrlich zu sein. Tötet sie. Okay, das war schon. Das ist so einfach, hier Streaks zu erreichen. Es ist so einfach. Man braucht eigentlich gar nichts tun. Man. Komm her, Dropshotten. Den habe ich fast verhauen. Den habe ich fast verhauen. Das wäre peinlich gewesen. Also, der hat ein neues Touchpad. Okay, alle Gegner sind weg. So wie das immer ist. Jedes Mal, wenn man eine ordentliche Runde hat, was bei mir relativ häufig passiert, weil ich einfach Treyarch-CODs mag, hauen die Leute ab. Jedes Mal. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich spiele hier gegen 5 Prestige-Meister oder was das war. Und keiner ist mehr von denen übrig. Sind alle abgehauen. Alle. Ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Dauer-Orbi habe oder so. Ist nur ein Scharfschützennest. Naja gut, was soll's. Auf jeden Fall Leute, um darauf zurückzukommen und ich weiß, aktuell dauert alles ein bisschen länger, weil ich vieles schon länger nicht erzählt habe und langsam wieder in den Groove reinkommen muss. Dieser junge Mann hat ein Touchpad entworfen, selber entworfen mit einem Hersteller und hat mir das zugeschickt. Ich soll das für ihn testen und hat gefragt, ob ich überhaupt PC spiele. Und ja, es ist so, ich spiele auch auf dem PC, ich spiele Command & Conquer auf dem PC, ich spiele teilweise Age of Empires, falls das jemand von euch kennt. Okay, der ist tot. So, komm her. Ich spiele auf jeden Fall viele Sachen und ich schneide alle meine Videos, wie ihr wisst, auf dem PC. Das bedeutet, es kommt immer vor, dass ich eine Maus in der Hand habe, einen Laptop und. Und ich werde das Ganze testen und ich werde es euch empfehlen oder davon abraten. Ich werde es auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos zeigen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, vielleicht an einem nagelneuen Touchpad oder Mauspad, es ist wirklich riesengroß, kann ich euch nur empfehlen, guckt auf jeden Fall das nächste oder übernächste Video. Es wird euch gefallen. Okay, wo ist der? Ich habe keine Ahnung, ich habe Angst. Einsatzteam, go! So, und jetzt kommen wir zum Thema des Videos. Es tut mir leid, ihr musstet heute lange warten. Dafür kriegt ihr auch nur 4 mal Werbung von mir anstatt 5. Ich habe nämlich gesehen, es beschweren sich Leute. Und wir sind im Jahr 2020. Wer kein Adblocker hat, hat nichts auf dieser Welt zu suchen. Nichts, gar nichts. Ihr glaubt doch nicht, dass ich auch nur ein Video gucke ohne einen Adblocker. Und es ist völlig egal, ob das von YouTubern oder Content-Creatern ist, die ich gut finde oder nicht. Mich nervt diese unzählige Werbung. Es gibt viel zu viel Werbung
überall sieht man Werbung. Und bevor ich mich über so etwas Dummes beschwere, mach ich einfach einen Adblocker rein. Also kann ich nur jedem empfehlen, macht euch einen Adblocker rein. Aber zum Thema des Videos. Herrgott nochmal, heute ist echt schwierig. Erstmal, ich will jetzt den Nuke hier haben, denn ein bisschen Zeit habe ich noch. Allerdings nur, wenn ich andauernd alle Gegner abhauen. 24-0. David von der Haar, ihr habt das mit Sicherheit mitbekommen. Und ich werde euch das auch einblenden gleich. Ist ja auf so einem, wie soll man das sagen, Rachefeldzug gewesen, weil er von Treyarch vor die Tür gesetzt wurde. Treyarch hat ganz, ganz klar gesagt vom halben Jahr, du bist raus. Den habe ich natürlich nicht gesnackt. Wir brauchen dich nicht mehr. Du bist weg. Das heißt, er wurde bei Treyarch entlassen und hat nicht mehr die Verantwortung für die COD-Spiele von Treyarch gehabt. Er hat zum Beispiel Black Ops 1 gemacht. Bei Black Ops 2 war er der Vater des Erfolgs, genauso wie bei Black Ops 3. Wo er immer noch aus Spaß sagt, er hat PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung, weil die Leute zu 90% das Spiel gefeiert haben, aber dann gab es auch ein paar, die gesagt haben, oh mein Gott, Jetpack, oh mein Gott. Und es gab ja Leute, die gesagt haben, was zur Hölle war das denn? Und es gab ja Leute, die gesagt haben, ich finde einfach keine Gegner mehr. Ich schaffe keine Nuke, weil ich keine Gegner habe. Weil alle andauernd abhauen. Wirklich alle. Er ist auf jeden Fall, und das ist jetzt die Überraschung, Leute, er ist zurück. Er ist zurück in COD, er macht wieder CODs, er arbeitet wieder für Treyarch. Das habt ihr vielleicht die letzten Tage bei ihm auf dem Twitter-Kanal mitbekommen. Er postet wieder ganz viel und twittert ganz viel und ist da wieder ganz, ganz fleißig. Er wurde gefragt, ob er zurückkommen möchte. Es steht übrigens 74-18, was für eine Vergenusswurzelung hier. Trotzdem finde ich leider keinen Gegner mehr, das ist echt deprimierend. Er hat übrigens so ein Nein! Hey, lass mich laufen! Danke. Okay. Er ist echt genervt. Ich habe das Spiel vermisst, Leute. Ich habe es echt vermisst. Er ist voll genervt, ey. Blöder Franzose. Geh in die Ecke und camp. Modern Warfare wartet auf dich. David von der Haar ist auf jeden Fall wieder zurück. Und ich erkläre euch, warum er zurück ist. Das heute ist echt eine lange Leine und eine lange Schnur. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so schnell, wie ich gerne möchte. Aber ihr habt was Schönes zum Sehen. Das ist das, was ihr alle wolltet. Nein! Ich konnte nichts machen. 29-1. Wäre sowieso keine Nuke geworden, weil das ja nur die EKAs sind. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir bleiben trotzdem bei... Na komm. Mein Gott. Alle tot. David von der Haar ist zurück in Modern Warfare, sei schon. In Black Ops 5 oder wie sie es auch immer nennen werden. Nein! Er war doch schon tot. Scheiße. Er ist auf jeden Fall zurück. Er wird Treyarch anführen bei dem ganzen Programm. Denn, jetzt kommt die Begründung dahinter. Ursprünglich sollten Raven Software zusammen mit Sledgehammer Games das Black Ops oder das COD 2020 machen. Activision hat die ja alle davon abgesetzt, weil sie es einfach nicht auf die Reihe bekommen haben. Die Studios haben sich, das habt ihr mit Sicherheit auch vor ein paar Wochen gemerkt und habt es bei mir auf dem Kanal mal gesehen, die beiden Studios haben sich dermaßen zerstritten, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war. Das bedeutet, Activision hat gesagt, okay, es reicht, Treyarch, ihr seid zwar gerade erst dran gewesen, aber ihr müsst das neue COD machen. Und Treyarch hat realisiert, dass das mit einem Jahr Vorbereitungszeit nicht machbar ist. Was haben sie also gemacht? Sie haben den geholt, der die CODs seit, weiß nicht, 10 Jahren am besten macht. David von der Haar. Und David von der Haar ist für das neue COD verantwortlich. Weg ist er. 34-2, ich habe leider nicht einen Gegner gefühlt über 5 Minuten gesehen. Trotzdem in Ordnung. David von der Haar ist wieder zurück und macht das neue COD. Und wir haben bisher ein paar wenige Infos. Die erste Info ist, er ist der Head Designer vom Studio. Das bedeutet, alle Entscheidungen laufen diesmal über seinen Tisch. Und wenn jetzt einige von euch sagen, oh, das wird bestimmt wieder ein Jetpack-Game. Nein, er hat schon bestätigt, es wird kein Jetpack-Game. Und dann hat er nämlich auch gesagt, nein, das tue ich mir nicht nochmal an. Ich habe immer noch posttraumatische Belastungsstörungen, weil ich so fertig gemacht wurde fürs Jetpacken. Obwohl, und da müsst ihr mir eigentlich zustimmen, Black Ops 3 eins der besten CODs aller Zeiten war. Das beste Jetpack-Game
also unglaublich viele Maps, die wirklich cool waren. Die Waffenvariabilität war super, die Mechaniken waren super. Die haben da ein Spiel gemacht, das muss ich ehrlich so sagen, das hat was. Und ich freue mich riesig drüber, dass er sich an das nächste COD setzen wird. Er hat gesagt, es wird in der Zeit von Vietnam spielen, das heißt so ungefähr Black Ops 1 Zeit. Black Ops 2 ist ja so, weiß nicht, 10 Jahre noch in der Zukunft von jetzt. Es wird ein Boots on the Ground sein und er ist hauptverantwortlich. Und das, Leute, ist das Wichtigste, was man eigentlich wissen muss. Und ich sehe so, ich habe hier so eine Uhr für meine Videos, damit ich immer irgendwie 25 Minuten rede. Ich habe schon wieder viel zu viel gesabbelt. Es tut mir leid, ich hoffe, euch helfen die Infos, die paar, die so versteckt waren. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Hier bei mir kriegt ihr immer sehr schöne Sachen. Und ich werde mal gucken, dass ich am nächsten Wochenende vielleicht ein bisschen streamen kann. Ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare PS3, PS4. Das ist Schwachsinn, was ich erzähle. Ihr könnt in die Kommentare schreiben Black Ops 4 oder Black Ops 3. Was wollt ihr spielen? Ich denke, ich werde mal ein, zwei Stunden mich hier ransetzen und ein bisschen Livestream. Das heißt, wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Twitch. Ich bin raus. Haut rein.